Was geht ab, ihr Zeus hier? Willkommen zu einer Folge von Banjo-Kazooie. Juhu! Heute mit der Welt Blooper-Glops-Web und das schauen wir uns mal an. Genau, gehen wir rein. So, diese Welt werden wir jetzt auf 100% durchspielen und mal gucken, wie die Musik ist. Superschön. Ein absolut geiler Soundtrack mit so Hintergrund. Was ist das? Was? Haltet Ausschau nach einem neuen Move. Du schlafmütziger Vogel. Ich bin ein Bär, du Arschloch. Pack den Fail mal ins Video. Den Fail packe ich auf alle Fälle ins Video, ja. Nein, ich bin hier kurz am Sterben. Nein. Okay, ich bin ein Stück. Hallo? Da hat sich aufgehängt. So. Zack, weil leider haben wir das Ganze hier schon gespielt. Das hat sich vorhin aufgehangen, leider. Deswegen, ja, ich spiele jetzt nochmal den kleinen Teil hier. Aber es war nicht viel, zum Glück. So. Das sind Gummistiefel. Das Hühnchen auf deinem Rücken kann sie anziehen. Und für eine kurze Zeit unbeschadet durch den Sumpf marschieren. Okay, Kazooie, lass uns diesen Gummistiefel ausprobieren. Wunderbar, jetzt kennt ihr alle neuen Moves dieses Sumpfes. Der Text kommt viel zu leise. So, ich würde sagen, wir schauen uns alles... Oh, da hat einer Hunger. Lecker! Krotus, mag das wohl irgendwie so. Ich will auch ein Ei, leckeres Ei. Dann geben wir es ihm einfach am besten. Und als erstes gehen wir nicht hier hoch, weil da oben waren nur Federn, das wissen wir vom letzten Mal noch. Genau, das sind die Stiefel. Und wenn man die anzieht, kann man kurz durch den Sumpf laufen. Allerdings, glaube ich, brauche ich das jetzt noch nicht, weil ich muss ja eh hier hoch, um die Musiknoten zu sammeln. Oh, das Mumbo-Schädel. Das soll ich mal holen. Wir haben den ersten. Genau, von denen müssen wir wieder 5 Stück sammeln, wie in jedem Level. Das kennt ihr mittlerweile ja schon. Aua! Das Sumpf tut mich weh, das ist ein bisschen gemein. So! Und hopp! Holen wir uns schnell den Mumbo-Schädel. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ich muss jetzt langsam laufen und darf nicht in den Sumpf reinfallen, weil ich brauche Musik noch. War nichts, gell? Wow! Okay, wir sollten schnell weglaufen. Wow, Gott, was klappt. Okay, und diesmal probieren wir es. Wenn wir den Schalter aktivieren, haben wir ein bisschen kurz Zeit, ein Puzzleteil einzusammeln. Unten links werdet ihr die Zeit sehen. Da müssen wir jetzt hin. So schnell wie möglich. Aber von der Zeit her ist es super eng bemessen. Nein! Geht schon gut los. Ich probiere es trotzdem nochmal. Ich glaube, ich muss mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich darf nicht zu schnell laufen. Das Krokodil, da muss man ein Ei reinpfeffern, falls ihr euch noch erinnern könnt. Ich habe Musik mit rausgelassen, sehr clever. Das ist ein Mumbo-Schädel, holen wir uns später. Oh Gott, oh Gott. Warum ist das auch so super eng hier? Nein! Ich glaube, letztes Mal bin ich auch darunter gefallen an der Stelle. Es wiederholt sich alles, das ist irgendwie gruselig. Eindringling, er will unser Gold. Es wird uns nie besiegen. Quark! Er wird uns nie besiegen, okay. Okay, jetzt geht's los. Oh Gott. Ey, wie das aussieht. So, erster tot. Nächster kommt. Oh Gott. Sehr schön. Hey, komm her. Nächster haben wir zu voll Energie. Wenn ich voll nicht, aber halt nicht so halb tot wie letztes Mal. Alter, ich räume mich da unten durch. Blöde Frösche. Aua. Digga. Ich erwisch die nicht. Jetzt! Sehr schön. Es kommen dort neue nach. Was ist hier los? Sind die unendlich? Nein, oder? Okay, schnell, 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 schnell einsammeln. Und Attacke! Ja, sehr schön. Jetzt schnipp halt. Aber diese Rolle ist, glaube ich, schon das Beste bei denen. Die springen zwar, aber man muss halt in Bewegung bleiben. Wäre ich fast. Ah, er ist der Letzte. Wenn ich den töte, war es das. Quark. Ihr seid zu stark für uns.
Flippert's. Was Flippert's? Nehmt das Gold oder irgendwas. Dankeschön! Endlich, ein Puzzleteil. Ich glaube, ich spinne. Erste Puzzleteil von 10 Stück. Ich würde ja gerne das eine. Oder vielleicht brauchen wir dazu, aber machen wir zuerst die Schildkröte. Die ist cool. Okay. Musiknoten. Aua. Meine Füße frieren und sind jetzt schon ganz taub. Oh. Wenn das so ist, dann müssen wir die Füße aufwecken. Oh, das ist schön. Das ist schon etwas besser. Okay. Der schreit. Aua, Alter. Und? Genau. Und nur noch eins. Hallo? Oben sind... Oh, Puzzleteil sogar. Tanktub geht das jetzt besser. Mir ist so richtig schön warm. Vielleicht könntet ihr das damit etwas anfangen. Wie begeistert den Mund auf hat. Als könnte man da reinlaufen. Hm. Was? Ich muss kurz da hoch zu ihm, um die Stiefel mir zu holen. Weil ich brauche die, um jetzt mir eine Chinyo zu holen. Chinyo! Das war's Nummer 2 von 5. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Schuppen. Oh, das ist... Das kenne ich noch. Das war irre schwer. Aber ich habe ja euch als Hilfe. Und ich bin generell in so Denkspielen saugut. Weil die haben alle... ist jetzt auch noch was? Sehr schön. Ist hinter ihm noch was? Ich glaube aber, das ist auf ihn drauf. Ruhe bitte. Der famose Tip-Top-Chor wird nun mein neuestes Werk zum Besten geben. Gelb? Lila. Blau. Recht kurz, oder? Abwarten. Spielt das nach, um die erste Lektion zu bestehen. Wo seid ihr mit euren Gedanken? Also gut, wir singen es noch einmal. Nein, ich will doch nur das Ding einsammeln. Ich mach später. Gelb. Lila. Blau. Na gut, wir machen es sofort. Also, gelb, lila und blau. Hm, nicht schlecht. Versuchen euch an der zweiten Lektion. Das wird schwieriger. Hellblau, blau, rot. Hellblau, gelb. Okay. Hellblau, blau, rot. Wieder hellblau und dann gelb. Oh Gott, oh Gott. Ihr seid... Dankeschön fürs Abonnieren an... Pappgehobenes, Dankeschön. Hast du dich gerade als Play verewigt? Rot, gelb, lila, rot, gelb, lila, hellblau, rot, hellblau, lila. Wow! Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Nein! Dankeschön an Itamo fürs Abonnieren! Okay, jetzt verkackt gerade. Wir machen es schnell nochmal. Rot. Gelb. Lila. Blau. Rot. Das ist zu viel. Ach du Scheiße, ich glaube, ich muss mich mehr konzentrieren. Was war's jetzt? Rot. Da war's, glaube ich, gelb, gell? Da war's doch lila, oder? Nee. Mach mir nochmal eins. Das sind zu spät. Wir brauchen mal was Einfacheres. Links, vorne, hinten, rechts,
Links. Rechts. Hinten. Okay. Zack. Zack. War es rot oder dann... Erst das hier, glaube ich, gell? Dann das hier. Dann wieder hier vorne. Und nochmal hinten. Ich sag's euch, länger dürft's aber nicht sein. Oh, wunderbar! Eine wahre Meisterleistung! Nehmt dies einzigartige Schmuckstück. Rot, gelb, lila, hellblau, rot, hellblau, lila. Ja, hab schon selber geschafft, zum Glück. Sehr schön. So. Und hoch mit mir. Eins brauchen wir noch, Leute. Und es gibt's auch in diesem Level. Ikumbokken gefunden? Sehr schön. Als Kinder haben wir mal Ikumbokken zu dem gesagt, obwohl die ja eigentlich Mumbo-Schädel heißen. Aber ist ja wurscht. Wir waren ja nur Kinder. Was wussten wir schon? Ich bin... Jetzt will ich aber Gesundheit in den Kommentaren lesen. Es wird das so heiß, wie kann ich mich erkältet haben? Geht doch gar nicht. Können wir da schon hoch? Ja, können wir. Einsammeln, einsammeln. Aua! Genau. Und jetzt müssen wir hier zerstören. Und weiter nach oben. Sehr schön. Zerstören. Und weiter nach oben. Digi, was geht hier ab? Oh, cool. Gleich mal aktivieren. Hat Sex den Ding zerrissen? Warum ist mein Prime-Abo nicht angekommen? Ist egal, ich kann es später trotzdem vorlesen. Aber ich glaube schon, dass es angekommen ist. Hat auch ein paar Mal gedudelt, oder nicht? Da unten sind auch Musiknoten, müssen wir es merken. Aber die können wir nicht einsammeln. Da müssen wir uns, weil die sind ja im Fluss drinnen. Tut da weh, wenn wir reinhatschen. Da brauchen wir entweder Stiefel oder etwas anderes, was ihr bald sehen werdet. Ich muss da hoch, scheinbar. Das ist einmal der Schädel und einmal geht's da lang. Ich würde sagen, den Schädel holen wir uns zuerst. Leider nicht erfolgreich geholt. Nochmal. Was ist da los? Ist ein bisschen schwer, das abzuschätzen. Die Tiefe. Das war aber das Problem bei alten... Jetzt habe ich es geschafft. Man hat so einen kleinen Schatten auf dem Boden, aber der ist nicht so gut erkennbar, finde ich. So, jetzt hier noch hoch. Und dann müsste hier ein weiteres Puzzleteil sein. Nice. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Ach ja, by the way, ich habe voll vergessen zu erwähnen, die Facecam sieht heute wieder richtig besonders scheiße aus. Das heißt, auch da könnt ihr gerne deswegen... Digi. Ein Like da lassen, wegen der Wunder... Ah, da ist auch ein Jinjo. Mumbo-Schädel auch unten drinnen. Also wir sollten auf alle Fälle uns verwandeln später. Okay. Also hier haben wir alles abgecheckt. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes... Sollen wir das nochmal probieren, nochmal? Ich glaube, ich probiere das mit dem Schalter nochmal. Ich glaube, das ist schon... Aber ich glaube, eventuell... Ja, nee, es war noch ohne Turnschuhe, aber es gibt immer ein Spiel, da gibt es so Beschleunigungs... Wo geht's echt da lang? Da war ich noch gar nicht, glaube ich, gell? Ah, egal, später. Okay, und wir probieren es ein weiteres Mal. Zio, kannst du mal Paper Mario, die Legende von Blabla spielen? Also Paper Mario ist generell auch mal eine Idee wert, ja. Ich liebe Paper Mario. Ich mag generell so rundenbasierende Games. Kampfsysteme gefallen mir total gut. Alter, hab ich was mal gefallen. Musiknote. Ganz ruhig. Weißt du, ich habe noch 12 Sekunden Zeit gehabt. Aber ich habe halt Angst und gebe nochmal Vollgas. Ich bin fast wieder tot, sehe ich gerade.
Okay, weißt du was? Ich tu ganz kurz Energie tanken. Und aktivieren den Schalter nochmal neu. Nicht, dass wir sterben und dann war es komplett für mich. So. Und wir probieren es nochmal. Weil es ist nicht so schwer. Ich muss eigentlich mir nur ein bisschen Zeit lassen. Okay. Ich sehe nichts. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Der läuft wie ein dummes Stück Scheiße. Etze. Und komm schon. Kurze Fix. So. Wo bin ich? Bin ich? Ich kapiere gar nichts. Muss ich da lang, oder? Nee, muss ich nicht. Ich will die Kamera drehen. Es geht aber nicht, weil die Kamera stößt irgendwo an. Ja, dann stirb halt. Meine Fresse, was ist hier los? Ja, schon auf. Alter, komm. Warte, weg die Kamera, bitte. Ah, da ist zum Blatten muss ich. So. Schnackieren. Bevor das Endscreen-Ding kommt. So, go. Konzentration und Zeit lassen. Nicht zu stark hetzen. Thomas, du hast genügend Zeit. Und am besten mit der Kamera arbeiten. Gar nicht den Vogel lenken, sondern die Kamera lenken. Oh Gott. Nein! Dreizehn Sekunden habe ich noch. Ich muss echt spannend machen, Alter. Dankeschön! Alter, 5 Puzzleteile, die Hälfte mal geschafft von dem Spiel, von dem Level. Banjo, du dummes Stück Scheiße! Ich wollte die Musiknote! Okay, jetzt haben wir ja Zeit. Jetzt gehen wir den Weg nochmal in Ruhe und gucken uns an, ob jetzt alle Musiknoten. Und irgendwo war ja auch der Krokodil zum Reinschießen, hab ich schon gemacht, oder was? Nee, der war hier. Der war hier. Ja, wir hören ihn schon quietschen, ne? Da ist er. Hachi! Hätten wir das vorhin gemacht, dann wären wir da oben schon gewesen, hätte auch da reinschießen können, jetzt müssen wir nochmal hochlaufen. Aber also wurscht, dann erkunden wir das Level noch ein bisschen mehr und wir haben alles, was wir brauchen. So, Ikum Bokum. Oh nein, nicht runterfallen, sonst patsche ich mir auf den Oberschenkel vor Wut. Patsch, patsch. So, Genio, komm her! Grüner Mann, du. Juhu! 3 von 5, 2 fehlen noch. Einen wissen wir ja schon, der ist unten im Sumpf drinnen. Da brauchen wir eine Methode, wie wir durch Sumpf laufen können. Jetzt nicht runterfallen, sonst bring ich mich um, weil dann muss ich den ganzen Weg ja nochmal laufen. Und hoffala. Genau, jetzt gehen wir den Weg da drüben. Nein, wir gehen zuerst den Weg hier drüben. Nochmal hoch, weil wir müssen ja das Ding. Bevor wir es vergessen, machen wir das schnell. Hm, was geht's? Was habe ich überlesen? Oh Gott. Das war wieder falsch, gell? Genau, ich muss rüber. Da ist er. Oh Gott. Und jetzt geht's los. Wo ist das denn? Okay, dann ab nach unten mit uns. Arui, arui. Meine Fresse. So, da drüben haben wir alles schon. Jetzt können wir dann die Gegenroute nehmen, um uns den drüberen Bereich hier mal anzugucken. Andererseits, bevor... Wow! Wir holen schon den Stiefel. Useless Web kann ich schon mal spielen, aber momentan spielen wir ja schon was, Leute. So! Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein fettes Ei.
Vielleicht sollten wir ganz kurz die Musik noch sammeln. Oh oh, gleich vorbei. Ist gleich vorbei. Oh nein. Boah, das ist knapp. Ah, da ist eine Plattform. Geil. Okay. Achso, nee, wir müssen immer da, wo der Pfeil ist. Jetzt hier vorne noch rein. Volltreffer. Boah, wie süß. Was ist da drinnen? Nice Aktion, Jungs. Okay. Da oben ist irgendwas ganz Cooles. Ein Ikum Bokum. Und runter mit uns. Au! Dachte ich, komm durch. Vielleicht sollten wir die Gegner töten. Vielleicht sollten wir die töten, um Energie zu bekommen. Ah! Oh Gott. Ich dachte gerade, ich sterbe gleich. Okay. Einmal. Ich finde, die Honigwaben sehen so lecker aus. Du bist ein nerviger Frosch. Was ist denn mit dem Frosch los? Ist das Spiel für euch zu schwer? Ich lache immer mehr und mehr. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle hören wir dann mal auf und machen dann nächstes Mal weiter, wenn es wieder heißt, CEO läuft mit einem dicken Bär durch Sümpfe. Und ja, dankeschön fürs Einschalten. Bewertet den Part ruhig gerne noch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Juhu.